You have been assigned to a mission few would qualify for. A mission few would survive. You are about to embark upon a great crusade. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Turning point of World War II. Across a 50-mile stretch of France's Normandy coast, the Allies staged a massive assault against Hitler's vaunted Atlantic Wall. Valor. Duty. Leadership. Sacrifice. Can one man truly make a difference? Lieutenant Paul, ich bin Colonel Hargrove vom Office of Strategic Services, kurz OSS. Unsere Abteilung operiert primär verdeckt hinter den feindlichen Linien. Spionage, Sabotage, Infiltration, die ganze Palette, Lieutenant. Wenn es brenzlig wird, holt man uns. Wie Sie wissen, hat das deutsche Afrika-Korps Schlüsselstellungen an der Südküste des Mittelmeers besetzt. Da die Deutschen ihre Stellungen momentan befestigen, bereiten wir mit unseren britischen Verbündeten unter dem Codenamen Operation Torch die Landung in Nordafrika vor. Es ist soweit, Lieutenant. Unsere erste Großoffensive steht kurz bevor. Alles, was Sie in diesem Raum hören, ist natürlich streng geheim. Die Informationen, die ich Ihnen jetzt gebe, sind äußerst brisant. Die Deutschen haben mehrere Artilleriebatterien an die Küste verlegt. Einige Geschütze bedrohen leider unsere geplante Landezone. Ein britischer SAS-Agent hat die feindlichen Linien bei Arzew, einer algerischen Küstenstadt, durchbrochen. Er sollte die Batterien zerstören, damit wir in Nordafrika landen können. Seit gestern ist er spurlos verschwunden. Die feindlichen Artilleriestellungen sind intakt und was noch schlimmer ist, durch die Gefangennahme unseres Agenten ist die ganze Operation gefährdet. Wir schicken sie mit unseren Männern im Schutz der Dunkelheit nach Arzew. Sie haben Befehl, die Geschütze an der Küste zu zerstören. Befreien Sie außerdem unseren Agenten. Alle weiteren Informationen erhalten Sie vor Ort. Der vermisste SAS-Agent ist Major Jack Grillo. Ich kenne ihn seit Jahren. Er würde niemals Geheiminformationen an die Deutschen weitergeben. Also finden Sie ihn, bevor er drastische Maßnahmen ergreifen muss. Vom Erfolg Ihrer Mission hängt sehr viel ab, Lieutenant. Ihr Team ist gut ausgebildet. Ich habe größtes Vertrauen in Sie und Ihre Männer.
Deutscher Kontrollposten, 200 Yards. Okay, Jungs, das hier ist eine Rettungsmission, also passt auf, wohin ihr schießt und zieht die Köpfe ein. Immer schön in Deckung bleiben. Er braucht zu lange. Er schafft es. Ihr Ausweis ist ungültig. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Danke sehr. Zeigen Sie sofort Ihren Führerschein vor. Sie fallen nicht drauf rein, Captain. Los, los, den LKW stoppen! Was war das? Ich hab was gehört. Laufen Sie, Paul, ich gebe Ihnen Deckung.